Im coolsten Studio in Landsberg am Lech, gleich neben Augsburg. Hier wartet schon Studiobesitzer Bene Bade auf die Künstler. Bene ist hoch angesehen in der Profiszene. In seinem Studio 22 arbeiten nur Top-Tätowierer. Und heute eben auch Randy, Peggy und Alexander. Hier ist ein geiles kleines Städtchen mit einem super Tattoo-Shop. Und genau deshalb sind wir hier. Hier brauchen wir nicht mehr dazu sagen, die Qualität, die hier rausmarschiert, ist genau auf dem Level, was wir uns wünschen. Ich freue mich, dass ihr da seid, Freunde. Sehr schön, hier zu sein. Alle drei haben sich wieder bis spät in die Nacht Gedanken über ihre Cover-Ups gemacht. Sie wissen, dass sie heute ganz besondere Geschichten verarbeiten müssen. Peggy will ihrem Gewinner Falk ein richtig cooles, kraftvolles Motiv stechen. Denn Falk ist Peggys Held. Er hat seinem Sohn das Leben gerettet. Und das ist aller Ehre wert. Falk ist für mich eigentlich ein super, super toller Kandidat. In ihm steckt auf jeden Fall richtig viel Kraft. Und das tue ich ihm auf jeden Fall mit meinem Motiv. Mal, sag ich jetzt mal, offensichtlich auf den Arm schreddern. Ich denke, dass ich der Sabine auch ein bisschen Positives zurückgeben kann mit einem Tattoo, was sie aufheitert und aufmuntert. Und ich glaube, das ist das, was sie braucht. Weil das, was ihr genommen wurde, das kann man nicht mehr gut machen. Der Punkt ist, sie muss damit im Leben irgendwie klarkommen. Und ich denke, dass ich ihr mit dem Tattoo etwas helfen kann dabei. Genau für sowas ist diese Show meines Erachtens. Und zwar, dass wir wirklich mit einem Tattoo so einem Menschen ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Hier geht es nicht mehr um Kosmetik oder um ein Tattoo als solches. Wir geben Lebensqualität zurück. Und das mache ich in der Form von einem Bild. Und das ist eigentlich, was soll ich sagen? Das ist das, wo meine ganze Tattoo-Karriere hat sich jetzt nur für diesen Menschen gelohnt, wenn die sich am Ende darüber freut, dass sie ein Stück Lebensqualität hat. Dann habe ich die ganzen Jahre vor heute alles richtig gemacht. Sabine, Falk und Tanja haben vor Aufregung kaum geschlafen. Sie sind die Augsburger Gewinner. Das hätten alle drei niemals für möglich gehalten. Dass sie heute hier ins Studio 22 nach Landsberg am Lech kommen dürfen, ist für sie immer noch kaum zu fassen. Doch jetzt geht's wirklich los. Und die Tätowierer wollen keine Zeit mehr verlieren. Wenn du unsere Sendung kennst, kennst du diese Brillen. Ja. So, und die wirst du natürlich jetzt aufsetzen. Hier für dich der Schlüssel zum Traumland. Verkack's nicht. Bitte was? Diese Brille wird. Hast du gerade wirklich gesagt, verkack's nicht? Ja. Hast du gesagt, verkack's nicht? Du kommst mit einem völlig verkackten Tattoo zu mir und sagst, verkack's nicht? Ruf da auf das feine, rasierte Haupt. Das ist dunkel. So? Siehst du was? Nee. Alles gut. Alles weg? Alles gut. Geil. Sabine ist froh, heute unter Randys Nadel liegen zu dürfen. Sie hatte sich das so gewünscht. Sie hofft so sehr, dass das Cover-Up ihr ein bisschen von dem Schmerz nimmt, der immer da ist. Denn vor 3 Jahren ist ihr das Schlimmste passiert, was einer Mutter passieren kann. Sabine vertraut Randy. Er wird das schon machen. Ich habe mir genau ihn gewünscht gehabt, Randy, weil ich ihn seit der ersten Staffel einfach ja, bewundere, wie er das alles macht und ja, wie er drauf eingeht und da er hatte das öfters schon gemacht hat. Ja, ich vertraue ihm, er macht das, er ist super da drin, das wird toll. Ich freue mich. Randy will nicht verraten, welches Motiv er stechen wird. Und das Stencil ist verwirrend, man kann einfach nichts erkennen. Doch Randy hat bei Sabines Geschichte genau hingehört. Und ein kleines Detail ist ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Der 36-jährige Falk hätte seinen Sohn auch fast verloren. Nur durch Zufall kam er rechtzeitig und hat sein Kind wieder ins Leben zurückgeholt. Falk fühlt sich aber nicht als Held. Man rechnet eh nicht damit, dass man da überhaupt so weit kommt, dann noch gewinnt. Und dann, dass sie mich auswählt, das kann ich gar nicht. Ich stand so da, ich höre meinen Namen, habe so 2 Gedenksekunden gebraucht, denke ich, oh, das bin ja ich. Peggy verlässt heute ihre Komfortzone. Sie sticht mal ein Männer-Tattoo, also nichts mit Blümchen und Schmetterlingen. Und wenn man ganz genau hinschaut beim Stencil, dann erkennt man, stimmt, Schmetterlinge sehen anders aus. Ich denke, dass er sich auf jeden Fall freuen wird. Ist schon maskulin auf jeden Fall. Und passt auch zu ihm. Das ist cool. Der Chef hat's abgesegnet. Da können wir nur noch hoffen, dass es hinkriegt.
Blödi, ey. Nee, super schön. Auch Tanja vertraut ihrem Tätowierer Alexander Kroll blind. Dass er sich für sie entschieden hat, war für sie ein unglaubliches Erlebnis. Ihr Tattoo ist ja jetzt keine Mega-Herausforderung für den Profi. Doch Tanjas Geschichte hinter dem Tattoo hat Alex so berührt, dass seine Entscheidung klar war. Ich hätte ihn am liebsten geküsst, wirklich. Ich hätte ihn aufessen können in diesem Moment und Chris genauso, weil es ist so eine Last von den Schultern gefallen. Für Alex sind Totenschädel heute tabu. Er geht einen ganz anderen Weg. Und wenn man das Stencil genau betrachtet, dann sieht man das auch. Wichtig ist, dass du dir Zeit nimmst, Ruhe bewahrst. Wenn du nicht mehr kannst, dann macht man mal eine kleine Pause oder isst mal einen Happen oder so. Und dann geht es mit Konzentration weiter. Das Wichtigste ist Geduld. Konzentration, weil ein gutes Tattoo braucht halt einfach seine Zeit. Das ist so. Und es wird wirklich lange dauern. Alle drei Künstler haben sich ganz besondere Motive erarbeitet. Denn in Augsburg haben sich alle ihre Gewinner gerade wegen der Geschichte ausgesucht. Und alle drei sind sich dieser Verantwortung bewusst. Randys Gewinnerin Sabine hat vor 3 Jahren ihre kleine Tochter Maike durch plötzlichen Kindstod verloren. Das hat die 21-Jährige bis heute nicht verarbeitet. Niemand hat der damals 18-Jährigen geholfen, dieses traumatische Erlebnis professionell aufzuarbeiten. Sabine trägt die schwere Last bis heute mit sich herum. Man stirbt selber irgendwo mit. Also es ist in einem ein Riesenloch, eine Leere einfach. Also man hat kein, ja, man lacht nicht mehr wirklich, man hat keine Gefühle mehr für sich selber, für andere. Man ist halt einfach leer, komplett leer. Das, ja, anders kann man es, glaube ich, nicht beschreiben. Es ist einfach eine Leere, wo man hat, sie fehlt, es ist weg und man kann sie nie wiederholen. Es ist, ja, sehr, sehr schwierig. Falks Sohn wäre eigentlich auch im Alter von 2 Monaten am plötzlichen Kindstod gestorben, wenn sein Papa nicht zufällig abends noch mal nach ihm gesehen und sofort gehandelt hätte. Ich habe angefangen, mein Kind zu beatmen, instinktiv. Ich habe das noch nie gemacht, gerade bei einem Baby, weil da kannst du viel kaputt machen. Ja, ich denke mal, nach 3, 4, 5 Minuten war der Notarzt da. Angefühlt hat sich's wie ein paar Stunden. Und irgendwann hat der Kerl von meiner Beatmung und so ein bisschen Herzdruckmassage und Zeug angefangen zu schreien und zu atmen. Und dann, ja, das ist wie, als wäre das zweite Mal auf die Welt gekommen. Also, war da ist auf einmal ganz viel von ihm abgefallen. War schon heftig. Tanja hat in ihrer Zeit im Kinderheim ihre beste Freundin sterben sehen. Da war sie 14 Jahre alt. Die heute 29-Jährige hat das nie verkraftet. Und sie bekommt auch die Bilder nicht aus dem Kopf. Ihr Tattoo sollte eigentlich ein Andenken an ihre Freundin Tigi sein. Doch es ist ein Andenken an den blanken Horror. Sie hat dann ratlos gemeint, mein Leben ist halt eh nichts wert. Er hat geweint oben auf dem Dach und ist dann runtergesprungen und zum Leidwesen von allen ist sie mir und meiner Freundin und ein paar anderen Leuten 2, 3 Meter vor die Füße auf den Boden geknallt. Ich bin natürlich auch gleich hin, weil ich hatte ja keine Angst vor ihr. Aber sie hat sich halt dann da schon nicht mehr bewegt und sie ist halt mit dem Kopf aufgeschlagen. Und wir konnten halt nichts mehr für sie tun und ja. Tätowierer Alex geht künstlerisch für Tanja heute einen ganz anderen Weg. Er hat ein Motiv gewählt, das man so von ihm nicht erwartet. Doch Alex weiß, dass er für Tanja eben mal aus seiner Komfortzone heraus muss. Und er macht das gern. Alle Tätowierer arbeiten hochkonzentriert. Und irgendwie liegt so eine Stille in der Luft. Die Künstler fokussieren sich und die drei Gewinner halten tapfer und klaglos die Schmerzen aus. Denn sie wissen ja genau, wofür. Falks Schmerzen sind vorbei. Der 36-jährige Flugzeugbauer hat seine Tattoo-Sitzung bei Peggy endlich geschafft. Ich mache jetzt das Tuch ab, Falk. Ja. Ja? Okay. Atme durch, geh noch mal in dich.
Gestern Morgen hatte Falk noch überlegt, ob er überhaupt zum Casting gehen sollte. Er rechnete sich eigentlich gar keine Chancen aus. Doch dann haben Anna und Chris ihn tatsächlich hereingelassen. Danke. Und als er seine Geschichte im Finale erzählte, wurde er für Tätowiererin Peggy zum Helden. Und irgendwann hat er angefangen zu schreiben. Und da wusste ich, okay, er ist wieder da. Und dann in dem Moment kam der Arzt rein. Und für Peggy Lou stand fest, diesem mutigen Vater möchte sie ein kraftvolles Tattoo stechen. Denn er hat seinem Kind das Leben gerettet. Ihre Entscheidung fällt. Auf Halt! Und einen Tag später steht Falk jetzt vor dem Spiegel und darf gleich sein Cover absehen. Er hat überhaupt keine Ahnung, was ihm Peggy gestochen hat. Er hatte ihr völlig freie Hand gelassen. Geht. Geht? Na dann. Mal gucken. Na los. Alter. Falk ist absolut sprachlos. Minutenlang starrt er auf sein Tattoo und kann gar nicht glauben, was er da sieht. Mit so einem coolen Motiv hätte der 36-Jährige nie gerechnet. Und Peggy hat ganz bewusst einen Hai als Motiv ausgewählt. Und die sind so ruhig und so entspannt. Du bist total ruhig und entspannt und gelassen. Und wenn es drauf ankommt, sind die so schnell, so wie du, ne? Bei deinem Sohn, Mats. Du warst so schnell und hast ihm sein Leben gerettet. Und deswegen ein Hai. Deswegen dachte ich zu dir, passt das Hai, der Hai. Noch vor 6 Stunden hatte Falk einen verhunzten Schriftzug auf dem Arm. Eastside Baby sollte das heißen und für seinen Sohn stehen. Der majestätische Hai steht für Willenskraft, Intelligenz und Stärke. Für all das, was Falk in der Ausnahmesituation mit seinem Kind bewiesen hat. Ich habe nicht gewusst, was raufkommt und ich bin überwältigt. Das ist top. Also vielen lieben Dank an Peggy, sowieso an alle, aber in dem Fall jetzt an Peggy. Besser hätte man sie machen können. Perfekt, ich freue mich sehr. Auch Tanja hat nach 7 Stunden ihre Tattoo-Sitzung überstanden. Ob sich die Schmerzen gelohnt haben? Ist Alexander, der Dark Artist, mit seinem Style wirklich der richtige Tätowierer für die 29-Jährige? Gewöhn dich erstmal kurz an das Licht, ja? Und dann kannst du dir ein neues Tattoo angucken. Bist du bereit? Ja. Tanja ist ganz tapfer zum Casting gekommen. Und sie hat's auch an den Tattoo-Richtern Anna und Chris vorbeigeschafft. Ja, auch eine Süße. Was hast du uns mitgebracht? Na dann. Hab ich kein Gegner. Und dann kam sie Runde für Runde weiter. Und sie hat Tattoo-Richter Chris mit ihrer Geschichte so beeindruckt, dass er sie als Joker an der Fotowand wählt. Du schluckst immer noch so ein bisschen, deswegen kann das. Ja, es ist wirklich. Es hat mich sehr bewegt. In der Finalrunde rührt Tanja mit ihrer Geschichte die gesamte Jury zu Tränen. Das gab's noch nie. Und dann entscheidet sich ausgerechnet Alexander Kroll für das zierliche Mädchen. Tanja! Und genau einen Tag später steht Tanja jetzt mit ihrem Tätowierer Alexander Kroll vor dem Spiegel. So, siehst du klar und deutlich? Ja. Hier ist dein Cover. Keep her home. Oh Gott. Incredible. Tanja bringt kein Wort heraus und sie lässt ihren Tränen freien Lauf. Und Alexander Kroll genießt es sehr, dass er dieses zierliche Mädchen mit seinem Cover-Up so glücklich gemacht hat. Du bist quasi, du stellst das kleine Mädchen unten da, was mit der Seele spricht, von der Person, die dich aus dem Himmel anguckt und sich freut, dass sie dich immer noch hat und dass du an sie denkst. Noch vor 24 Stunden hatte Tanja auf der Wade den verkritzelten Namen ihrer toten Freundin Tigi. Und das war keine schöne Erinnerung. Alexander Kroll hat ein echtes Kunstwerk geschaffen. Tigi schaut liebevoll vom Himmel auf die kleine Tanja herab und wird immer ihre schützende Hand über sie halten. Und das ist einfach schön, weil jetzt hat sie halt auch eine würdige Erinnerung und nicht irgend so einen Fleck, den man nicht erklären kann. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie gesagt, das ist Wahnsinn. Wahnsinnig glücklich.
Und endlich ist auch Sabine fertig. Nach 7,5 Stunden. Die 21-Jährige wünscht sich so sehr eine würdige Erinnerung an ihre tote Tochter Maike. Bist du sehr aufgeregt? Ja. Wie sehr? Sehr, 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 sehr. Gestern noch war sie gar nicht so sicher, ob Anna und Chris an der Tür überhaupt erkennen, wie wichtig ihr ein Cover-Up wäre. Herzlich willkommen. Und Sabine schafft es immer weiter, bis ins Finale. Doch dort verlässt sie für einen Moment die Kraft, über den plötzlichen Tod ihres Kindes zu sprechen. Und am Ende kann Randy die junge Frau einfach nicht mehr gehen lassen und entscheidet sich für die 21-Jährige und ihre traurige Geschichte. Sabine. Und jetzt steht Sabine genau da, wo sie so gerne hin wollte. Gemeinsam mit ihrem Tätowierer Randy Engelhardt vor dem Spiegel. Und wenn deine Augen jetzt entspannt sind, kannst du dir deinen Cover angucken. Oh mein Gott! Oh mein Gott, danke schön! Willst du dich erinnern? Ja. Oh. Du hast uns ja gestern gesagt, dass der Marienkäfer ja eigentlich gefehlt hat. Ja. Und dann habe ich dich gefragt, warum Marienkäfer? Der war bei ihrer Beerdigung, kam er, und seitdem begleitet er mich. Oh Gott, danke! Sabine wollte den Tod ihrer Tochter verarbeiten. Doch das Tattoo hat alles nur noch schlimmer gemacht, weil es nichts Liebevolles hatte. Randy hat einen Marienkäfer gezaubert, der seit dem Tod der kleinen Maike für ihre Mama Sabine so eine große Bedeutung hat. Ja, bei der Beerdigung direkt ist ein Marienkäfer auf die Urne geflogen und es hat sich mitbeerdigen sozusagen lassen. Und seitdem, ja, habe ich immer einen Marienkäfer bei mir gehabt. Der ist, wenn ich draußen war, ist er hergeflogen gekommen und jetzt habe ich ihn. Ja, das ist so schön. Das ist wunderschön. Sabines Schmerz über den Verlust ihrer Tochter wird immer bleiben. Doch Randys Marienkäfer hilft vielleicht dabei, dass dieser Schmerz über die Jahre etwas erträglicher wird.